Wenn Wasserstoff und Sauerstoff miteinander reagieren, knallt es gewaltig, weil dabei viel Energie frei wird. Wie in den meisten chemischen Reaktionen spielen die Elektronen dabei eine entscheidende Rolle. Das ist hier in Zeitlupe zu sehen. Sauerstoff zieht Elektronen stärker an als Wasserstoff. Das bringt eine Kettenreaktion in Gang, bei der schlagartig viel Energie frei wird. Die Knallgasreaktion. Die Elektronen des Wasserstoffs verlagern sich zum Sauerstoff und es entsteht Wasser. Die entstehenden Radikale sorgen dafür, dass die Reaktion fortschreitet. Reaktionen, bei denen Elektronen verlagert werden, nennt man Redox-Reaktionen. Das Wort Redox setzt sich aus Reduktion und Oxidation zusammen. Vereinfacht sagt man, der Sauerstoff nimmt Elektronen auf, er wird reduziert. Der Wasserstoff gibt Elektronen ab, er wird oxidiert. Da in der Knallgasreaktion beides geschieht, spricht man von einer Redox-Reaktion. Und die kann explosionsartig ablaufen. Die Energie verpufft als Wärme. Man kann die Energie aber auch nutzen. In einer Brennstoffzelle. Der Elektronenfluss der Redox-Reaktion kann dann einen elektrischen Strom erzeugen. Das erreicht man, indem man die Reaktionspartner durch eine Membran voneinander trennt. An der Elektrode sorgt eine Katalysatorschicht dafür, dass der Wasserstoff seine Elektronen bereitwillig abgibt und somit oxidiert wird. Die reagierenden Gase, wie hier der Wasserstoff, strömen durch eine Elektrodenschicht zur Membran. Die Oxidation findet immer an der Anode statt. Das Wasserstoffmolekül gibt zwei Elektronen ab, hier gelb dargestellt, und spaltet sich in zwei Wasserstoffionen auf. Zurück bleiben die positiv geladenen Protonen, hier weiß. Nur die Protonen können durch die Membran auf die andere Seite der Brennstoffzelle wandern. Die Elektronen nehmen einen Umweg. Sie fließen über einen Draht zwischen den Elektroden. Das ist nichts anderes als Strom, der genutzt werden kann. Wenn die Elektronen an der anderen Elektrode ankommen, reduzieren sie die einströmenden Sauerstoffmoleküle. Die Reduktion spielt sich an der Kathode ab. Es entstehen Sauerstoffionen. Sie sind negativ geladen und reagieren mit den Wasserstoffionen, die durch die Membran kommen. Dabei entsteht Wasser, das als Wasserdampf aus der Brennstoffzelle herausströmt. Der Trick der Brennstoffzelle ist es also, die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff in einzelne Schritte aufzuteilen und so Strom zu erzeugen. Ihr Wirkungsgrad ist sehr hoch. Theoretisch kann eine Brennstoffzelle über 80% der Energie des Brennstoffs nutzen. In der Praxis werden einzelne Brennstoffzellen zu Stapeln zusammengepackt, um eine höhere Leistung zu erreichen. Mit dem elektrischen Strom, zum Beispiel aus Windkraft oder anderen regenerativen Stromquellen, lässt sich die Redox-Reaktion auch in die umgekehrte Richtung zwingen. Nämlich, um aus Wasser Wasserstoff zu erzeugen, und zwar in der Elektrolyse. Dabei werden an der Kathode Elektronen in das Wasser gepumpt. Durch die Reduktion wird Wasser gespalten, Wasserstoffgas entsteht. An der Anode werden dem Sauerstoff des Wassers Elektronen entzogen. Er wird oxidiert, Sauerstoffgas entsteht. Genau wie bei der Knallgasreaktion und der Reaktion in der Brennstoffzelle ist die treibende Kraft hinter der Elektrolyse der Transfer von Elektronen. So bietet die Elektrochemie die Grundlage für eine Wasserstoffwirtschaft, in der wir Energie nutzen können, ohne klimaschädliches CO2 zu produzieren.